Schönen Dank, Frau Präsidentin. Die werde ich gar nicht mal komplett in Anspruch nehmen müssen. Aber ich will auf Folgendes hinweisen, Herr Minister, weil mir ja klar war, dass das die übliche Leier sein wird. Wer die Verbindung von Umwelt und Technologie und Industrie schaffen will und gleichzeitig die Windindustrie, die Windkraftindustrie in Nordrhein-Westfalen so zerstört und so behindert, wie Sie das tun, der ist auf einem Weg, genau das nicht zu tun, was er vorgibt, sondern das Gegenteil zu machen. Und ich will Ihnen das an einem zweiten Beispiel ebenfalls sagen. Wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, Sie wollen nicht in Brüssel bitte, bitte machen oder darum bitten, bestimmte Dinge umsetzen zu können, dann kann ich Ihnen nur sagen, ich wäre dankbar gewesen, wenn diese Landesregierung sich tatsächlich dafür eingesetzt hätte, dass im Bereich von ThyssenKrupp nicht in den nächsten Jahren nach der Übergangszeit man möglicherweise in Amsterdam bitte, bitte machen muss, damit man hier eine vernünftige Verbundlösung von umweltgerechter Stahlproduktion mit unserer Chemieindustrie hinbekommen kann. Das ist nämlich genau nur möglich, wenn die Unternehmensentscheidungen in diesem Sinne für Nordrhein-Westfalen gefällt werden. Und die werden in Amsterdam im Zweifel zwar nicht für Nordrhein-Westfalen gefällt, sondern für andere Standorte. Und da hat diese Landesregierung ihren Anteil dran.